Hallo, ich heiße Patrick. Ich komme aus East Stroudsburg, Pennsylvania, aber ich bin in New Jersey geboren. Ich bin 19 Jahre alt und ich bin ein Student an der Lafayette College. Ich bin fleißig, aufgeschlossen und nachdenklich. Meine Freunde und Familie sind mir sehr wichtig. Ich spiele gern Fußball und Hockey, ich gehe gern mit meinen Freunden ins Kino, ich wandere gern und ich schaue gern amerikanischen Fußball an. Ich lese nicht gern, sondern ich mag Mathematik und Naturwissenschaften, also mein Hauptfach ist Chemieingenieurwesen und mein Nebenfach ist Biotechnik. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Karriere tun möchte, aber ich möchte erfolgreich sein. Ich habe eine kleine Familie. Ich habe keine Geschwister, also ich bin ein Einzelkind. Ich wohne mit meinem Vater Kevin. Ist Musiker und Bauarbeiter. Ist sehr fleißig, ehrlich und zuverlässig. Kocht gern und trinkt gern Bier. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir schauen die Steelers zusammen an und wir diskutieren Musik oft. Meine Mutter heißt Tracy. Sie ist 42 Jahre alt und sie wohnt in Oregon. Sie ist sympathisch und sie ist eine tolle Kuchen. Sie ist Studentin an Central Oregon Community College. Ich besuche sie bei Weihnachten und im Juli. Oregon ist sehr schön. Meine Großmutter ist meine Lieblingsperson. Sie heißt Pamela und sie wohnt in New Jersey. Sie ist optimistisch, spontan, ehrlich und sehr sympathisch. Sie ist auch eine tolle Kuchen. Sie schreibt gern Kurzgeschichten. Sie liebt Stephen Colbert und sie mag die Politik. Sie ist wundervoll. Mein Großvater heißt Elwood und ist Polizist. Ist hilfsbereit und sehr humorvoll. Ich habe eine Cousine. Sie heißt Marley. Sie ist 13 Jahre alt und sie wohnt in New Jersey. Sie spielt Fieldhockey und sie läuft gern. Wenn ich besuche sie, wir Fußball spielen. Sie ist sportlich, humorvoll und spontan. Und das ist meine Familie. Meine Familie feiert Weihnachten mit einem großen Abendessen an Heiligabend beim Haus meiner Großmutter. Wir essen Muscheln und trinken Wein. Ich esse normalerweise, bis ich einschlafe. Am Weihnachtsmorgen tauschen wir Geschenke. Ich habe meinem Vater ein Big Lebowski-Plakat gekauft. Ich habe meiner Mutter eine Lafayette-Pulli gekauft. Und ich habe meiner Großmutter eine Lafayette-Decke gekauft. Mein Lieblingsurlaub ist, als ich mit meinen Freunden nach Oregon gegangen bin. Meine drei beste Freunde und ich sind zum Haus meiner Mutter geflogen. Wir sind dort für 2 Wochen geblieben. Wir haben viel gewandert. Wir sind Kajakfahren gegangen. Wir haben Fußball gespielt. Wir sind durch den Wald gelaufen. Und wir sind zu einem Konzert von Snoop Dogg gegangen. Es war sehr schön. Wir sind nach Portland gefahren und wir haben bei Voodoo Donuts gegessen. Die Donuts waren lecker, aber ich habe zu viel gegessen und ich habe gebrochen. Es war einen tollen Urlaub. An einem typischen Tag in meinem Leben stehe ich 8 Uhr auf. Ich esse Frühstück 9 Uhr. Ich bin in Unterricht von 9 Uhr bis 11 Uhr. Ich esse Mittagessen gegen 11.20 Uhr und danach habe ich Unterricht von 12 Uhr bis 2 Uhr. Nach dem Unterricht lehre ich Chemie für 2 Stunden. Ich mache Hausaufgaben für ein paar Stunden und danach esse ich Abendessen. Ich esse gewöhnlich bei Lower oder Marquis. Nach dem Abendessen kehre ich in die Bibliothek und ich mache Hausaufgaben bis 11 oder 12 Uhr. Nachdem ich Hausaufgaben mache, gehe ich nach meinem Zimmer und ich spiele Videospiele mit meinen Freunden. Wir spielen normalerweise FIFA 15 bis 1 oder 2 Uhr. Endlich, ich schlafe gegen 2 Uhr ein. Das ist ein typischer Tag in meinem Leben. Und ja, das ist mein Leben. Ich glaube, ich bin bereit für Bremen. Dankeschön, Professor Gallagher.